So, und Legend of Zelda wieder zurück. Ja, was wolltest du mit deinen Eltern erklären? Du wolltest deinen Eltern dissen. Haha, natürlich. 24-7. Ja, siehst du was? Hier müsste dann, glaube ich, irgendwie von Navi irgendwas kommen, dass da oben was grün leuchtet, dass ich mich dann da ranziehen kann. Oder einfach mit dem langen... Ah, nee, doch nicht. Ich gehe aber erstmal ins Loch hier. I like holes. Und ich brauche einen Schlüssel. Das ist eben die Sache, wo ich keine Ahnung habe, was man machen soll. Habe ich das Ding überhaupt aktiviert? Verdammt. Shit. Aber wollte gerade sagen, das wäre nämlich gerade ultra fail, wenn ich da nicht raus könnte. Ja, das hätten die Programmierer garantiert nicht gewollt. Ja, dass so ein Meister-Let's Player wie ich da verreckt. Und da ist einfach auch nur eine kleine Truhe. Ich verstehe einfach nicht, warum ich das machen sollte. Da ist der Schlüssel drin. Für was? Für eine Skundler. Ach ja, stimmt, da unten, ja. Da komme ich in den Raum, wo die Treppen da kommen. Aber das ist wirklich im Moment scheißegal. Das brauchen wir einfach kein Stück. Du musst jetzt ja den Schalter umlegen gleich. Ja, dann geht die Flamme aus. Aber da oben könnte ich Vogelscheuchen-Polka spielen. Es geht nämlich nie im Leben von der Zeit her. Meinst du? Ja. Siehst du, es fängt ja jetzt schon an. Ah, das hörst du ja gar nicht. Siehst du, bevor ich überhaupt hier bin, ich würde behaupten, da brauchst du einfach den langen Enterhaken und den Vogelscheuchenpolka. Aber das können wir alles nach dem Wassertempel machen. Deshalb würde ich jetzt eigentlich ganz einfach behaupten, einfach hier runter. Egal wie schmerzhaft es ist, Link, es ist für eine gute Sache. Ja, und an die Zuschauer. Es gibt ganz andere Wege als den von unserem Questmaster Ike jetzt. Wie? Weil normalerweise geht man zuerst in den Wassertempel und dann hätte man auch für den Feuertempel alles möglich. Nein. Nein. Glaub mir mal. Man kann es machen. Der vom Spiel vorgeschriebene Weg ist dieser, den ich mache. Ich zeig's dir nach dem Tempel. Nachdem wir jetzt Volvagia fertig machen. Okay? Von mir aus gern. Ich finde trotzdem noch, dass der andere Weg sinnvoller ist. Sinnvoller vielleicht, ja. Aber, naja, nicht unbedingt ja, vom Spiel vorgesehen. Okay, gut, aber ich würde sagen, mach mal Volvagia. Lass mal jetzt hier nicht ewig diskutieren. Korrekt. Da könnte man eigentlich so ein geiles In Flames Thema dahinter machen. Da, 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 da. Volvagia, so, mal sehen, wie hart du jetzt failst. Volvagia ist einfach ein Gegner, der ist tricky. Ja, schon. Aber er ist einer der coolsten Endgegner, die es einfach gibt. Was mich jetzt wundern würde, wo ist Dorunia? Ja, der wurde gefressen. Siehst du nicht, da der Knubbel, oh, da ist er. Da wird er gerade verdaut. Aber ich habe jetzt hier so viel Herzen. Ich habe es damals im 3 Hard Run, habe ich schon. Bin ich zwar gestorben, aber mit 3 Herzen. Und ich habe aufgeschafft. Ja, das sollte man vielleicht auch eher mit dem Hammer wieder draufspringen, weil man hat ihn ja schon bereits ausgewählt. Hier kann man auch Volvagia noch treffen mit dem Fanghaken, aber... Oder geht das, glaube ich, geht das sogar mit dem Bogen? Ja, es hat mich berührt. Oh mein Gott, it's hunting me, oh mein Gott, this giant snake. Und eigentlich jag ich sie. Volvagia. Sie. Also ich denke mal, es ist eine Frau, weiblich.
Ah, war knapp. Ja, das war gut, ich wurde nicht getroffen. So, jetzt geht's hier an die Decke. Oder der Drache, nennen wir es mal lieber so. Und einfach nur in Bewegung bleiben. Oh mein Gott. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Binding of Isaac. Wo man einfach nur auf die Schatten achten muss, bevor man zerquetscht wird. Ja, wenn die Mutter ihren Fuß runterknallt, ne? Ja, ja. Oh mein Gott, er kennt Binding of Isaac. Der Fuß von der Mutter ist aber auch wieder alles sagen. Wow, also im Moment ist sie echt fordernd. Ja, ich weiß nicht. Boah, ich muss hier echt die Mucke von Volvagia ein bisschen runter, weil das man, glaube ich, auch im ersten Run ist mal das passiert. Volvagia-Musik ist so verdammt laut. Ja. Irgendwie pulsiert ihr Schwanz. Warum sage ich das jetzt eigentlich? Das ist sowas von zweideutig pervers wieder. Volvagia ist She-Mail. Ja, natürlich. Oh Gott. Oh mein Gott. Was kommt davon? Wenn man an andere Sachen denkt, ne? Ja, das dauert jetzt ein bisschen länger. Eigentlich wäre sie nämlich jetzt gestorben. La la la. So, it's such a beautiful day. Oh my god. La 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 la. Es passiert aber nichts. Ich kann hier ganz gemütlich rumlaufen. Na, das ist doch meistens der Fall. Nein! Jo, warum ist der vorbeigesprungen? Come on, that sucks. Best must fail. Weißt du, was mir auch jetzt eigentlich auffällt? Wir können uns jetzt bereits schon die letzte Flasche holen. Ich glaube, ich habe Volvagia einmal in der Luft besiegt. Okay. Oh mein Gott, das gibt's doch echt nicht. Denk an die Bewegung. Ist eigentlich so paralysiert wie in League of Legends, wo du einfach unterm Tower rennst und stehen bleibst. Ja. Oh mein Gott, der Tower schießt auf mich. Was muss ich machen? Das Master X löst mich vollständig. You have slain an enemy. So, jetzt aber Ende. Ein Wunder. You have slain an enemy. Erst mit dem Hammer angetäuscht und dann mit dem Schwert rein. Ach ja, Volvagia. Wie kann Looks Like Link hier sterben? So, und genau jetzt kommt der Part, was ich meinte. Volvagia wird nicht komplett zerstört. Das ist das Skelett, das wirklich sterbt. Der Schädel bleibt da. Das Skelett ist auch noch übrig. Ja, aber kannst du mir mal verraten, wieso auf einmal dann das Skelett so mega groß ist? Dunkle Magie. Black Magic. Yeah. Und ein New Heart Container. Und wir stehen in Lava. Okay. Macht ja nichts.
Oh mein Gott, ein Vulkanausbruch, wir werden alle sterben. Das sitzt ja immer noch auf dem Dach nach 7 Jahren. Das waren richtig schwule Hosen. Und das ist nicht mal mehr der 80er. Und endlich wird der Fluch genommen. Kakariko gibt's wirklich in fast jedem Zelda. Ist ja auch der Ursprung. Von? Von allem. Kakariko ist doch das Zentrum. Oh mein Gott. Dank sei dir, mein Bruder. Ich weiß das, was du getan hast, sehr zu schätzen. Hab Dank, auch im Namen meines Volkes. Du hast dich als würdiger Streiter erwiesen. Ich habe nie an dir gezweifelt. Fail wär's jetzt, wenn ich den Goron vergessen hätte. Und der müsste dann immer so drin verzweifeln. Ich, Darunia, offenbare mich als einer der 7 Weisen, der Weise des Feuers. Hättest du das erwartet? Ich denke, das ist es, was man Schicksal nennt. Wenn ich dir helfen kann, das Böse in seine Schranken zu weisen, lass mich wissen. Nimm dies an dich, Bruder. Dieses Amulett enthält die Kraft des Geistes, des Feuer und der Freundschaft. Das ist irgendwie so pink, ich weiß nicht. Das Amulett des Feuers. Darunia gibt sich als einer der Weisen zu erkennen und überträgt dir seine Kraft. Bist du wieder AFK? Nein. Vergiss nie, du und ich, wir sind nun Brüder. Well. Okay. Es gibt noch ein bisschen was hier zu tun. Aber nur ein ganz kleines bisschen hier. Ich denke, ich werde dann auch die Abkürzungen benutzen. So, ja, das wird das ganze Gameplay ein bisschen erleichtern. So, erstmal hier in das Loch. In das Loch. In das Loch. Du und deine Löcher. Oh mein Gott, die verkaufen eh nichts Gescheites. Ich habe bereits den einzigen Händler aufgesucht, der mir was bringt. Und da hinten ist, glaube ich, auch noch ein Herzteil, wenn ich mich nicht irre. Ja, ich mache gern alle Steine weg. Nun ja, wir besuchen eine alte Freundin. Einen Feenbrunnen. Und jetzt wäre es klug, die Ocarina rauszuholen. Und zwar am besten hier drauf. Das ging aber schnell. Ja, siehst du mal. Ja, diesmal konnte ich es auch nicht machen, so wie die ganze Zeit einfach zweimal rückwärts spielen und dann kommt... Wollt ihr mich gerade verarschen? Hallo? Oh mein Gott, oh, ich muss ja auch was ganz anderes spielen. Hallo? Hä? Ich weiß es gerade nicht. Gerade hat mich das Spiel ein bisschen verarscht. Ja, ich muss ja was ganz anderes spielen, ich Idiot. Ach was. Immerhin tun sie immer andere Videosequenzen da reinmachen, also immer von anderen Winkeln aus begutachten die alte olle Fee. Hallo, sie ist wunderschön. Hallo, mein süßer Link, ich bin die Fee der Weisheit. Ich werde deine magische Kraft erhöhen. Nice. Sei bereit. Be ready. Link was born ready. Weißt du, Link ist einfach so am Ende des Spiels einfach der Magier pur. Der hat einfach so volle Magieleiste, voll HP, der ist voll der Off-Tank. Off-Tank Magician.
Also der Rise in League of Legends. Ja. Okay. Ja, ich fange jetzt einfach eine neue Datei an und ab dann heiße ich Rise. Na, das ist doch wunderbar, hier mal eine riesen fette Magieleiste. Aber es gibt trotzdem noch irgendwas hier zu tun. Es gibt immer noch etwas. Und zwar dieser olle Stein. Und da oben dieser olle Stein. Und ein Herzteil. Und dieser Leiter müsste eigentlich scheiße heiß sein, weil er aus Stahl ist. Und ich gebe dir recht, okay, man kann anders hier vorgehen in diesem Spiel. Aber ich mach's nicht. So, hier runter. Und da ist meine Kammer mit einem Herzteil. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt überlebe, wenn ich da... Wow. Okay. Und ein Herzteil. Bei Gelegenheit. Genau. Ich denke, wir gehen dann über ein... ja, wir gehen über einen Fluss. Wir gehen über einen Zora-Fluss. Gehen wir hin, weil das sind ja noch die Frösche. Da kann ich mir als Erwachsener nochmal ein Herzteil holen. Stimmt. Geben die auch nochmal Rubine? Weiß ich nicht. Könnte sein. Schade, das geht nicht. Ah, das jetzt noch aufsprengen. So. Ich weiß ganz ehrlich nicht... Oh, so. Ich wusste einfach nicht, was da drin ist. Und hätte ich es gewusst, dann hätte ich auch wahrscheinlich nicht so einen Aufwand gerade betrieben. So, hier ist jetzt noch ein kleines Löchlein. In das wir natürlich reinschlüpfen. Und hier ist eine Kiste mit 5 Rubinen, die ich wahrscheinlich nicht benutzen kann. Beziehungsweise, ich würde mich wundern, wenn hier keine 5 Rubine... Oh, Bomben! Was ist da oben in der Ecke? Ein Wespennest? Ja, da kommen 20 Rubine raus. Oder auch nicht. Na doch. Oh, Pfeile. Etwas sehr Wichtiges im Moment. Käfer, nein. Ja. Ja, eine Sache will ich jetzt doch noch machen. Wo war eigentlich das Loch mit den Käfern? Hier. Gute Frage. Ja, das ist nämlich jetzt gerade echt so die Frage. Aber ist eigentlich jetzt im Moment ziemlich egal, weil ich meine, ich kann jetzt schon die Skulltula holen. Wenn ich mich nicht irre. Weil die Skulltulas kannst du auch als Erwachsener holen. Ja, na, wie, ich weiß es. Das müsste eigentlich hier so in der Region sein. Müsste eigentlich. Wobei ich das gerade echt jetzt nicht mehr weiß, wo dieses blöde Loch ist. Hm. Naja. Ist ja jetzt auch erstmal egal. Wir beenden den Part. Das war's mit Volvagia und so weiter. Und ich würde dann sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder zu Legend of Zelda Ocarina of Time Master Quest. Bis zum nächsten Mal.